Grüß Gott wieder mal und diesmal aus der Hauptstadt der Weihnachtsbäume und zwar aus dem beschaulichen Marielach am Fuße des Jörlings. Ich freue mich, Ihnen hier ein tolles Einfamilienhaus zeigen zu dürfen. Wäre, glaube ich, ein ganz toller Alterssitz, aber auch natürlich für Familien mit Kindern geeignet. Den Platz gäbe es genug. Fernab eines total ausgebauten Kellers mit Garage haben wir auch ein Dachgeschoss, bei dem die meisten Räume schon fertiggestellt sind. Die Substanz ist hier sehr in Ordnung. Natürlich das eine oder andere geschmackliche, typisch Waldviertel, viel Stein, viel Holz etc. muss einem auch gefallen. Aber wie immer, schauen Sie am besten selbst. Ich hoffe, dass Ihnen bei den Außenaufnahmen auch der nette Garten aufgefallen ist. Warum ich jetzt hier drin sitze, hat aber auch einen Grund, denn wir sind im südlichen Waldviertel und in Marielach kann es schon mal ein bisschen kälter werden. Also ob jene, die normalerweise auf die Domröp fliegen, hier glücklich werden, das weiß ich nicht. Glücklich werden auf jeden Fall Wanderer, Skifahrer, Skitourengeher, denn wir sind hier am Fuße des Jörlings. Ein Naherholungsgebiet, das seinesgleichen sucht. Nicht weit weg zu zwei neuralgischen Punkten, aber die erwähne ich erst am Schluss. Und wir hätten, wie gesagt, sehr viel Platz in einer sehr schönen Gegend für Sie hier. Es ist noch an mir, mich von Ihnen zu verabschieden und ich darf mich an all jene wenden, die fernab eines Wochenendhauses einen Hauptwohnsitz oder Alterssitz suchen und Ihnen ein paar Vorurteile nehmen, weil Sie sagen, vielleicht ja, Marielach liegt ein bisschen abseitig. Abseitig ist ja relativ, also einkaufen, medizinische Versorgung etc. finden Sie in Melk. 11 Kilometer ist, glaube ich, wirklich keine Weltreise. Unglaublich attraktiv ist natürlich aber auch die Nähe zum Jörling. In knapp 5 Kilometer Entfernung hätten Sie Skilift, Wanderwege, Gastro und alles, was das Herz begehrt. Und beim Thema Gastro möchte ich natürlich auch noch darauf hinweisen, dass durch die gute Lage am Rücken des Jörling die Wachau liegt. Also spitz an der Donau, bisschen Bitbaum, bisschen spazieren gehen, 11 Kilometer ist, glaube ich, auch keine Weltreise. In diesem Sinne würde es mich sehr freuen, wenn ich Ihr Interesse entfachen hätte können. Ich freue mich über Ihre Anrufe unter 0664 60 517 517 und die 90. Mein Name ist Reinhard Lembach, ich bin von Raiffeisen Immobilien. Ich freue mich sehr, wenn wir uns hier bei einer Besichtigung kennenlernen würden. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank wie immer fürs Anschauen, fürs Durchhalten. Ist ja ein bisschen länger heute. Und ein schönes Tag auch darf ich noch wünschen. Bis bald. Tschüss.